Wir sind heute mal testweise unterwegs, um zu gucken, ob Mavericks Schweißbrenner durch einen mobilen Schild kommt. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Jetzt nehmen wir keinen mobilen Schild mit. Also ich. Als Angreifer sowieso nicht. Also einer von euch müsste jetzt Maverick nehmen, ja? Ja. Na, sehr schön. Macht gerade jemand schon. Okay, macht's doch schon. Ein Fragezeichen ist noch. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Unten wo? Hauptschlafzimmer. Nur noch 5 Sekunden. Gleich soweit. Standort des Biogefahrgutbehälters und. Jawohl, alles versteckt. Absichern. Ich stürme ihn. Ich setze dir ein böses Auge an den Kopf. Komm her. So, brennen wir fleißig. Weh, das Ding geht jetzt kaputt. Nein, nicht ernsthaft, Ubisoft. Das Ding klappt zusammen. Ja. Oh, das ist traurig. Au. Was ist das? Au. Mann, ey. Wollen wir gucken, ob ich dir einen Headshot verpasse. Ein Headshot damit. Nein, das lassen wir. Nur noch ein Gegner übrig. Wohin fliegt vor allem? Gut. Ey. Ja. Mission gescheitert. Ein Ace. Eigener Operator gefallen. Das war gar nicht in den Rücken. Das war ein Fehler. Das zählt nicht. Hast dich zu schnell umgedreht. Der Rucksack hätte gestört. Da ist ein mobiler Schild drin. Jetzt rausgehen. Wollen wir nochmal eine verstärkte Wand und dann einen mobilen Schild dahinter? Ja, der wird auch zusammenklappen, aber kann man machen. Ja, gucken. Ich nehme Wellen aus. Dann soll bitte einer von euch eine verstärkte Wand mitnehmen. Ich nehme zwei. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Einsatz in 10 Sekunden. Was, Garage? Noch 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Oh, ich hing an der Straßensperre. Also dich kannst du es gar nicht ranstellen, dass das mehr Weg daran kommt. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Moment, ich muss wieder raus. Du bist schon drin. Du bist ein Pappnase. Ja, bitte aufmachen. Auf. Ach nee. Achtung! Ja, ich höre schon. Das Ding ist hier genau, schätze ich so. Kaputt. Doch mies. Aber wie viel Abstand das Ding hat, und es klappt sofort zusammen. Das ist ja ein guter Meter. Na, vielleicht 70, 80 Zentimeter. Der ist viel zu mächtig, der Typ, ey. Das ist nicht nett. Eigener Trupp getötet. Kann der kann bestimmt auch Betonwände wegbrennen. Kann man auch gerne ausprobieren. Schön angelehnt. Ach, das ist traurig, Ubisoft. Noch was? Ich hab keine. Ich wollte eigentlich noch zu Abend beginnen. Ist mir irgendwas eingefallen, aber jetzt ist es entfallen. Fällt noch irgendwas ein? Apparator mal angucken. Herzschlagmann. Mir ist es leider entfallen, was ich noch ausprobieren wollte. Der Truppführer muss zum Hauptmenü gehen, dann bleiben wir in dem Trupp. Ich hab Bandit. Den Raum sichern. Was war die Tür? Jetzt eingestellt. Nur noch 10 Sekunden. 7000. 5 Sekunden. Ich glaube, wir müssen einzeln rausgehen. Die Gegner haben
haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wollen wir wieder rausgehen oder habt ihr noch was Spezielles zum Ausprobieren? Hat hier mal ein großes Loch reinzukommen. Man durchgehen kann. Mach's doch ganz einfach, geh mal weg da. Was macht ihr denn wo denn? Ich will auch zu gucken. Ja, aber ich. Wenn ich da die Tür reinbringe, ja, ist klar. Es funktioniert. Mhm. Ey. Man kann sich auch eine Tür aufklopfen, ey, aua. Wenn man das lang macht, kann man damit auch durchgehen. Das ist viel effektiver als so ein Brenner. Du kriegst Punkte dafür. Ah, fürs Klopfen nicht, oder was? Das ist traurig. Ich hab keinen Brenner. Sofort eingreifen. Alle. So. Aufgeklopft. Hör doch auf, du Arschloch. Eigener Trupp eliminiert. Mission. Ja, der erste hat nicht gesessen in den Kopf. So, dann können wir jetzt rausgehen. Du kannst ja nicht als Truppführer sagen, hier gemeinsam raus, oder? Noch eine Runde. Scheiße, wie viele Runden hat denn bitte? Na, wir gehen einfach raus. Gibt eh keinen Ansehen hierfür. Du willst doch bloß wieder König werden. Ja. Können wir mal rausgehen. Ja, zum Hauptmenü zurückgehen, Match dauerhaft beenden und zurück zum Hauptmenü. Was? Serafina war gerade noch bei mir drin. Seid ihr noch zusammen? Nee. Nee, war das? Oder was war das jetzt? Nein. Hab eingeladen. Wir sind geschiedene Leute. Stimmt, wenn die nächste Partie gleich beginnt, fällt mir ein, was ich ausprobieren wollte. Das Alter. Das Match hat begonnen. Küste, oder? Haus. Turm. Haus. Haus Tom. Klappt der mobile Schild bei Erstkontakt zusammen, ey. Wenn so ein dicker Gläste überspringt, bleibt das Ding ganz. Und dann noch auf so eine Entfernung. Du kannst auch ein Feuerzeug nehmen, das Ding klappt zusammen. Ich glaube, ich gebe dem G36C nochmal eine Chance. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich bin ganz genau nicht mehr. Ja, so. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, hab alle. Restaurant. Oh, wir haben schon alle. Mist. Ja, bist ein bisschen spät. Ja, ich wollte mich noch irgendwo da verstecken, aber... Nur ein paar Meter hinter dem Spawn. Nicht markieren. Wo jetzt spawnen, ist die entscheidende Frage. Süd- oder Norddach? Egal. Nee, es ist schon wichtig. Standort des Biogefahrgutbehälters. Ey, aufhören. Jetzt nicht Lebenspunkte abziehen. Warum nicht? Wieso ist schon einer bei uns tot? Ach, der guckt noch zu. Meinen beiden Ecken ist niemand. Läsion haben sie auch nicht, aber Herzschlagmann, oh, der ist böse. Platziere Sprengladung.
Und hast du die Kamera? Nein. Gut. Ich guck mal unter uns, ob jemand ist. Direkt unter uns ist niemand. Die müssen noch eins runter. Wir müssen noch eins runter. Hast du nach Frostmatte geguckt? Nö. Das macht niemand mehr. Das traut sich keiner mehr. Hier oben an der Treppe bei mir. Bei dir? Okay. Ja. Vielleicht umläuft es jetzt zur anderen Treppe. Ich bleib mal hier bei der. Puls ist es. Puls, Puls. Ach, Mann. Nach unten oder schon oben? Oben. Okay. Woher wusste ich denn? Jetzt macht er irgendwas auf. Unten latscht jemand bei mir. Sollten vielleicht eher zusammenbleiben, Serafina. Ist die Treppe wieder runter. Der macht einen Lärm hier. Der Kaschle. Ich hoffe, der kann von unten da auch hochschießen. Ja. Oh, Entschuldigung. Nach zurückgezogen. Ich würde sagen, die Treppe, kommt jemand in die Treppe? Hinter dir. Nee, diesmal vor mir. Er ist gleich rausgegangen, der Typ. Ich schieße nicht, ich komme jetzt hinter dir her, ne? Ich überleg's mir nochmal. Wieder. Wow, ja, geht er auch raus? Blöder Herzschlag, man lebt noch. Noch eine. Den. 30 Sekunden nur noch. Einer müsste auf dich zugerannt sein. Also Richtung Südost. Aus dem Sprengbereich! Nur noch einer vom eigenen Trupp. Na, Puls, wo sagst du jetzt? Beim Fahrstuhl. Sekunden. Ja. Fahrstuhl! Scheiße! Naht nach! 10 Sekunden übrig. Wieso, du hast ihn noch? Puls raus. Ja, aber da lebt da noch einer. Ja, das ist kein Essen. Nein! Eigener Druck neutralisiert. Es war ja noch einer übrig neben Herzschlagmann. Und Ella Kram hat ihn auch noch gestört. Ja, ich hatte die Mine noch. Die Kapkanine. Ja, aber die war mir sowieso egal. Damit habe ich schon gerechnet, dass da jetzt eine ist. Ich musste noch irgendwie rein. Die Gegner sind immer noch zu viert. Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Klappen weitergehen. Das sind sie zu fünf. Aber dennoch irgendwie zu vier. Aber wir sind zu fünf. Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Kann man sich nicht so wirklich verstecken, ey. Wer schießt denn da wie wild? Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Okay, bei mir ist jemand.
Nomad ist bei mir. Nein! Die hat mich. Was, die hat noch volle Lebensenergie? Ash haben sie noch, rot markiert. Da ist Hammermann rot markiert oben. Zweites Mal. Oh, neben Smoke. Das sehe ich auch als erst. Jetzt sind wir meine Ecke nur noch ein. Im Norden jetzt Nomad drin, wieder raus. Nomad ist an der Ost. Bei ja, Smoke jetzt. Smoke umläuft. Ja, die Smoke umläuft gerade. Ich guck bei Yokai. Nomad ist auch die letzte. Die ist hier bei ja. mir. Im Nordosten, da wo ja, er gerade gestorben ist. Meine Süßen sind in Position. Ich kann mit Yokai gucken. Irgendwo. Versucht sie am besten nicht zu umlaufen. Klammer hat sie gelegt. Irgendwo eine Klammer. Ja, hier bei mir. Ja, die fährt mit der Drohne. Hier hat gerade eine Drohne einen Sprung gemacht. Ja. War es kein Kill Assist? Hab ich die doch nicht aber getroffen. Ich hab Assist dafür bekommen. Sogar ein Assist dafür bekommen. Du wiederholst dich. Assist dafür bekommen. Ha. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Das ist doch sauber. Wenn der Drohne da wieder zurück, dann das Klingel nicht gibt. Ja. Wieder in so einem Schacht, oder? Ja. Okay, schon wieder. Schon wieder in einem Restaurant? Okay, dann fahre ich mal runter. Scheint aber nicht so, denn hier beim Restaurant ist noch alles offen. Oh boy, hier wird's lauter. Erstes Obergeschoss. Oh Mist. Bin schon runtergesprungen. Ich dachte hier in meiner Nähe. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Wir haben schon wieder Kapkan. Dein Fahrstuhl ist es. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Finde den Biogefahrgutbehälter. Nein, gut. Ach, Scheiße. Bandit haben sie noch. Na, komm, 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 komm. Gleiche Ecke wie wir, schätze ich. Am Fahrstuhl waren sie da unten in der Ecke. Meine Drohne haben sie jetzt. Mist, bin ich wieder runtergehüpft, Mann. Da ist jemand in der Ecke, rot markiert. Gleiche Ecke wie wir. Leider nicht reinfallen, weil Strom davor. Ella haben sie noch. Oder war das Headshot-Mann? Ja, ist schon identifiziert. Ja, schon.
Kamera über uns war an, Serafina. Die können sich denken, wo wir sind. Ups. Ich bin mit meiner Kamera rausgesprungen. Scheiße. Kamera hier an der Treppe war auch an. Okay, das war bloß ein Koffer. Oh, was? Kessel ist da hinten. Ach, Leute. Wir haben gesehen. Achtung auf Kapkanmin, gell? Ich treffe ihn nicht. Triff du mal. Ach, da unten, unter der Kiste, die Kessel. Bei dem Fenster. Ich treffe ihn wieder nicht. Ja, ich hab auch nicht getroffen. Nein! Einer vom eigenen Trupp. Räumt er uns ab, der ist fast tot, der Typ. Das war aber ein anderer. Der Kaschle. Der hat auch Kessel geholt, ja. Ja. Oh Gott. Oh. 11 Lebenspunkte. Serafina wurde doch auch von links unten. Ja, von Kessel. Von Kaschle. Ich war ja bei MG dabei. Eigener Druck neutralisiert. Jetzt wird's aber Zeit, zurückzuschlagen. Media Center. Also in der Mitte. Twitch-Drohne hat eine Kapkamine. Ich wurde markiert und entdeckt. Mein Gott. Noch 5 Sekunden. Ich verfahre. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Der Raum ist blöd für Grabschrauben, wo wir jetzt sind. Ich setze den Sensor ein. Die Kamera bei meinem. Ah, was? Hä? Mann, Twitch-Drohne. Ich lade ein neues Magazin. Hast du die Serafine oder ist die? Ja, die Twitch-Drohne ist weg. Ah. Vorsicht, Maverick hat sich hier ein Loch aufgebrannt. Ja, ich höre bei mir rumbrennen. Ja, ich schieße von oben, nicht da anschließen. Maverick ist gut. Na, ich habe einen Umfallen gehört. Kopftreffer mit einem Schuss. Durchs Maverick-Loch?
vergessen. Na, oben. Am gelben Ping ist jemand. Ich war aus dem Fenster. Ich hab ja gesagt. Okay, die haben noch EMP-Mann. Oben, ganz oben, EMP-Mann. Der ist auch runtergehüpft. Hockt jetzt hinter den Lamellen. Twitch-Drohne fährt. Nee, ist Yokai, Entschuldigung. Immer noch EMP-Mann an den Lamellen hinten. Nordseite, Serafina. Rot markiert. Lade nach. Oh, was? Bei meiner Echo-Drohne ist er. Ja. Meiner zum. Im Norden, roter Ping noch. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Böse Augen. Yokai, die werden deaktiviert und Läsionen oder Kapkanminen werden direkt zerstört. Komisch. Mein Yokai-Drohne wurde irgendwie gestört. Ja, die ist dann für ein paar Sekunden deaktiviert. Ja, aber von was denn? Von der EMP, der hat doch EMP, Mann. Der hat aber nichts geworfen bei mir. Doch, auf dem Boden hat er es fallen lassen. Er hat bei mir nichts geworfen. Ja, aber bei mir hinten. Ja, ich war ja direkt bei ihm. Was eigentlich auch ziemlich fies ist, der Effekt von Yokai hält viel länger an. In der Theorie hat er unendlich Schuss. Und Ella hat bloß drei Minen, die deutlich kürzer sind. Und es gibt sogar zwei Yokai-Drohnen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Damit ist Ella deutlich schwächer als Yokai. Also als die sollen lieber mehr wirken. Twitch haben sie. Hab sie. Zugangssperre scharf gemacht. Barrikade. Scheiße. Wo ist die jetzt hin? Bei mir ist schon jemand. Am gelben Ping. Twitch-Drohne sieht mich. Sensor aktiviert. Ja, hier bei meiner Echo-Drohne. Oh Gott, schlecht. Oh. Nächster. Dem Kapitau. Ma, zu spät an der Kamera, Mist. Und ein Spessners, haben sie noch Glass? Rot markiert. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Blackbeard haben sie auch. Gegner versucht, den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Beschützen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ich hätte mein Schild noch aufstehen sollen. Dann wäre Maverick angekommen, auch wenn er nicht dabei war. Der hat den Schweißbrenner wie einen Bumerang geworfen. Der noch weiter weggesteckt. Und dann den Auslöser mit Klebeband festgeklebt. Das war ja heute gar nichts mit Grabschfrau. Genauigkeit ziemlich dürftig. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.